So, willkommen bei Malida und zu Folge 10 von Amnesia the Bunker. Und ja, wir hatten beim letzten Mal ja den Schraubenschlüssel besorgen können. Den haben wir jetzt. Jetzt können wir auf jeden Fall zum Gefängnis. Da können wir auf jeden Fall in. Ich zoome mal kurz ran. Hier in das Büro des Aufsehers können wir rein. Über das Lager. Und ich denke mal, dann kriegen wir den Schlüssel, habe ich ja schon öfter gesagt. So ist meine Vermutung zumindest. Aber bei diesen Mannschaftsquartieren. Da haben wir die Karte noch nicht und ich weiß, dass da in einem dieser großen Schlafräume, dass da so ein Gitter war, was wir mit dem Schraubenschlüssel aufbekommen. Und was wir jetzt auch safe machen, ist, wir sprengen die eine Tür auf. Ich mache den Generator jetzt nicht an. Wir machen das, versuchen das mal im Dunkeln, den Generator ein bisschen zu sparen. Achso, ich mache mal Licht an. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir versuchen jetzt einfach mal durchzuziehen. Stopp, eine Sache gucke ich noch. Haben wir irgendwelche Kombinationen offen? Nein. Oh, ich höre ihn schon wieder in den Wänden. Genau, da geht es ja eh zum Prison, ne? Wieder Level. Ja, komm, jetzt pack die Taschenlampe aus, nur weil wir jetzt hier kurz den Bereich überschritten haben. Okay, versuche jetzt kein Geräusch zu machen, sodass wir irgendwie hier safe durchkommen. Jetzt springe ich das noch nicht auf. Oh, ich höre ihn schon wieder. Ist er hier? Ich habe Herzschlag, der ist auf jeden Fall hier. Der ist safe hier. Jetzt kann ich noch nicht mal Licht anmachen. Ach komm, du musst weg, du musst weg. Schneller. Scheiße, ey. Oh, hier ist auch die Falle. Hier ist eine Falle. Okay. Oh shit. Achso, habe ich schon ausgerüstet. Alles klar. Zwei. Wir probieren es jetzt einfach mal. Oh Scheiße. Warum ist der überhaupt hier? Der triggert sich doch hier hin. Er ist hier. Ist er weg?
echt, das wäre nice. Das wäre nice. Okay. Okay, weiteren Inventarplatz und ein Briefchen. Komm. Okay, machen wir den jetzt. So, nach allem, was Noye widerfahren ist und wie Reynard und Fournier ihn Larue behandelt haben. Achso, naja, habe ich ein bisschen falsch betont, ne? Nach allem, was Noye widerfahren ist und wie Reynard, Fournier ihn und Larue behandelt haben, gibt es für uns nur noch eine gangbare Lösung. Ich habe vertrauenswürdige Männer um mich geschart und ihnen meinen Plan dargelegt. Sie sind alle dabei, das mich unglaublich erleichtert. T schien es kaum erwarten zu können, der arme Kerl. Nachts höre ich, wie er Reime murmelt, um mich zu beruhigen. Um seinetwillen, um unser aller Willen, muss dieser Albtraum ein Ende finden. Spät am 14. Juni. Die Albträume haben aufgehört. Wir hören diese Geräusche nicht mehr. Aber jetzt lastet. Was? Jetzt lastet mir weitaus Schlimmeres auf der Seele. Alle meine Mitverschwörer wurden gefasst. Delpy und Reynard foltern sie selbst jetzt. In diesem Augenblick. Ach so. Ach, die. Oh, ist das was, vielleicht das, was in der Kapelle passiert ist? Dass sie die da gefoltert haben, dann aufgehangen haben und all so ein Scheiß, so ein kranken Shit. Trotzdem hat mich kein einziger von ihnen ans Messer geliefert. Ich allein bin der Bestrafung entkommen. Diese Männer, meine Brüder, verhalten sich überaus ehrenvoll. Dessen bin ich nicht würdig, sie verfolgt mich. Die Schuld, ich weiß, dass man sie vors Kriegsgericht stellen wird. Vielleicht richtet man sie sogar hin. Und ich bin hier. Mein Trost besteht darin, dass der Krieg mich bestrafen wird. Er bestraft uns alle. Und ich werde wachsam bleiben, damit die in diesen Tunneln lauernden Finsternis nicht wiederkehrt. Okay. So, dann haben wir das jetzt zumindest. So, können wir zumindest mal Lichter machen, wa? Oh, er kommt, 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 er kommt. Er kommt. Okay. Jetzt mache ich das, was ich gesagt habe, ne? Okay. Ist der oben jetzt? Der ist oben. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich habe nicht so gute. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich glaube, das war nicht so gut. Vor allem wird das bisher eine dunkle Folge, ne? Alles im Dunkeln. Wir können kein Licht machen. Ich glaube, der ist jetzt in dem Flur, wo die Mannschaftsquartiere sind. Der ist genau in dem Flur dazwischen. Das Benzin. Komm, ist doch gar nichts passiert. Hau wieder ab. Mach mal ein bisschen Chill. Geh wieder in dein Loch rein. Vor allem die Waffe, die hält ihn ja jetzt nur kurz auf. Das haben wir in der letzten Folge ja auch herausgefunden. Und also auf schmerzvolle Art und Weise zumindest, ne? Oh Gott. Ey, was eine Hölle hier. So, diese Unterkarte wurde der Hauptkarte im Verwaltungsbüro hinzugefügt. Alles klar. Trophäe bekommen Kartografierer. So, das. Dann gucken wir uns auch mal das Foto an. Wie, das hat jetzt irgendwas aktualisiert? Okay, wir können zumindest sehen, wo was ist, ne? Ich meine, jetzt hilft uns das eh nicht mehr.
Es sei denn, irgendein Spind ist noch nicht aufgeschlossen. Kann natürlich sein, ne? Okay, jetzt den Brief. Den gönnen wir uns auch nochmal. Patrouillenbericht, 10. Juli. Letzte Nacht, seltsame Vorkommnisse. Schütze Lambert, den wir nach seiner Patrouille am 8. für tot gehalten hatten, kehrte bei bester Gesundheit zu den Baracken zurück. Er trug... Ach, wir sind Lambert, ne? Er trug Schütze Clement, den eine Explosion schwer verwundet hatte. Lambert berichtete Folgendes. Während seiner Patrouille stürzte er vorgestern auf halbem Wege in einen tiefen Krater, aus dem er nicht entkommen konnte. Sein guter Freund Clement stahl sich letzte Nacht davon, um ihn zu suchen, entdeckte ihn in dem Krater und half ihm heraus. Sie wurden entdeckt und angegriffen. Dabei wurde Clement durch eine Explosion verwundet. Lambert musste ihn zurücktragen. Äußerst eigenartig, dass Lambert weder beim Sturz noch durch die Explosion verletzt worden ist und seinen Retter gerettet hat. Aber mit dem Schlachtenglück ist das so eine Sache. Die Winde des Schicksals wehen in jedem Leben unberechenbar. Lamberts Beschreibung zufolge muss sich der Krater, in dem er gefallen ist, in direkter Nähe der von uns freigelegten römischen Tunnel befunden haben. Oh, vielleicht ist aufgrund der Arbeiten dort unten entstanden. Empfehle, im Rahmen einer künftigen Patrouille Nachforschung anstellen zu lassen und sicherzustellen, dass wir keine Hintertür zu unserem eigenen Bunker geöffnet haben. Ah, das ist das bestimmt auch... Oh, ich höre ihn schon wieder. Ey. Ich wollte erstmal gerade Licht anmachen, verdammt. Okay, wir dürfen auf jeden Fall, ich denke mal, keine direkte Sichtlinie ermöglichen. Alles klar. So, kommen wir mal her. Okay, hier ist nichts. Die Flasche. Hier geht's nach oben, ne? Ich höre da irgendwie immer noch seine Steps, ne? Also jetzt gerade traue ich mich fast überhaupt nicht, ihr Licht anzumachen. Wir haben auch schon wieder Herzschlag. Ist der unten oder oben? Ich weiß nicht, wo der ist, Mann. Der kommt hinter uns her, der kommt hinter uns her. Oh Gott, oh Gott. Okay. War ein bisschen aufregender, als ich gedacht habe, ohne Licht zu arbeiten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder zweimal Benzin. Die Flasche, die ist leer, ne? Ja, okay. So, ich tue erstmal... Entschuldigung, ich tue erstmal das Benzin rein. Und dann gucken wir mal, ne? So, ist Taste 4, komm schon. Oh, habe ich jetzt zu viel dran gemacht? Nee, ne? Okay, komm. So, dann speichern wir jetzt einmal. So, Fackel haben wir bei. Ich weiß nicht, ob die ihn auch zumindest in die Flucht schlagen würde. Habe ich keine Ahnung. Aber ich will es auch nicht ausprobieren. So, dann gehen wir jetzt Richtung Prison. Also wenn hier Licht, dann ist es auf jeden Fall schon mal entspannt, ne? Der will ja auf jeden Fall, dass wir seine Zelle zulassen, ne? So.
2. Komm mal ran. Sind wir hier safe? Eigentlich glaube ich nicht, ne? So, oh, oh, oh. Bildchen. Was machen die da? Ich könnte jetzt nicht erkennen, was die hier machen, ob die in den römischen Tunneln sind oder nicht. So, hier ist noch ein Text. So, Gefangener 73014. Von Unteroffizier Reynard an... Boah, keine Ahnung, was das für ein Grad ist. Auf jeden Fall an Delpy. Es gibt Neuigkeiten zum Gefangenen 73014. Da die restlichen Zellen leer sind, habe ich begonnen, ihn intensiv zu verhören. Hoffentlich haben die Schreie ihn nicht in Schlaf geraubt. Er beharrt weiterhin darauf, ein gewöhnlicher Soldat zu sein, der seiner Dienstgradabzeichen versehentlich verlustig gegangen ist. Von den Plänen der 2. Armee weiß er angeblich nichts. Ich schenke seinen Aussagen keinen Glauben. Ich habe ihm die Verpflegung für die kommenden 3 Tage gestrichen. Wenn er das nächste Mal etwas zu essen bekommt, wird die Dankbarkeit seine Zunge gewiss ein wenig lockern. Eine letzte Anmerkung. Diese Tätigkeit fiel mir deutlich leichter, wenn wir Unteroffiziere etwas großzügigere Weinzuteilung erhielten. Ja gut. Kann ich verstehen, ne? Ich glaube, das war das hier, ne? Gesehen. Kommt er hier rein? Weil, warum sollte ihn das kleine Luftding des Bums hier, was wir abgemacht haben, aufhalten? Weil der quetscht sich eigentlich ja durch die kleinen Tunnel. Oh Gott. Scheiße. Ja, es kommt durch. Genau, jetzt hoffentlich haust du jetzt ab. Oh nein, ich habe abgeschlossen. So, komm, Schraubenschlüssel. Ach, der hat jetzt hier ein Loch gegraben, ne? Okay, der ist jetzt tot. Hier ist nichts mehr, ne? Sollen wir die anderen noch aufmachen oder nicht? Obwohl, die meisten sind ja jetzt auf, ne? Okay. So, wir haben den Bolzenschneider. Wir haben den Bolzenschneider. Aber noch ein Cooldown drauf durch die Explosion, ne? Hoffen wir jetzt einfach mal. Okay, Stoff, das kann ich nicht öffnen, ne? Ja gut, dann war hier auch nichts drin, ne? Okay. Geil, Kugeln, Granate. Ey, das ist ja wie Weihnachten hier, ne? Okay. Nice. Was ein geiler Fund hier. Okay, komm. Ich glaube, so viele Kugeln auf einmal hatte ich noch nie, ne? 4 Stück.
Okay. Was passiert da? Was war das bitte? Was war das? Vor allem geht das bestimmt auch alles nur hier, wenn hier Strom drauf ist, oder? Oh, was denn hier? Nein, ich bin voll. Ich bin voll. Vielleicht einmal Fleisch liegen lassen, ne? Machen wir einmal auf einmal Fleisch liegen lassen. Benzin zumindest mitnehmen und dann jetzt gleich irgendwie heile zurückkommen. Oh, weiterer Inventarplatz. Ja, ey, wenn das die Folterung war, ne? Scheiße. Klar, dass der Folterer Wein braucht, um das zu vergessen. So, okay. Also ich fühle mich aber auch nicht sicher im Licht, ne? Auch wenn wir hier der Generator an ist, habe ich immer das Gefühl, wenn das Monster da ist, dass dann die Lichter anfangen zu flacken, dunkle Bereiche trotzdem da sind. Und sag schon, wir trotzdem nicht safe sind. So, er bewegt sich schon wieder irgendwo in den Wänden. Vor allem weiß ich auch nicht, wie schnell der ist, ne? Kann ich jetzt eigentlich wirklich vor ihm abhauen? Ich meine, als wir ihn einmal zur Explosion gebracht haben. Achso, da müsstest du eigentlich nochmal gucken. Aber ich will jetzt erst einmal zurück. Speichern. Okay. So. Machen wir erst einmal den Generator aus. Okay. Er ist schon schön voll, ne? So, wir können auf jeden Fall noch eine Fackel machen. Das ist safe. Jetzt können wir auch ein bisschen Fleisch reintun. Das auch noch rein. 5 Plätze. Okay, was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Wir können jetzt, glaube ich, mit dem Bolzensteiner in diese römischen Tunnel rein. Das ist auch safe. Ich meine, hier im Arsenal, wo wir das Dynamit gefunden haben, da ist, glaube ich, auch noch eine Tür da oder irgend so ein Vorratsraum, wo wir rein können. Also wir sollen jetzt eigentlich nur noch in diese römischen Tunnel rein oder was, ne? Aber ich weiß, dass hier, wenn wir hier runtergehen, dieser Break Room, ich glaube, da kommen wir über die Seite rein. Da sind aber auch, glaube ich, Ratten drin. Da kommen wir aber nur mit diesem Schraubenschlüssel, glaube ich, hin. Okay, das. Ja, wir können es einmal mitnehmen und einmal probieren. Ne? Ansonsten... Das ist alles leer, ne? Ja, wir haben ja noch ein bisschen in dieser Folge. Soll ich jetzt auslassen oder anmachen? Ne, lassen wir ruhig mal aus, ne? Gehen wir nochmal Thrill, wir haben ja gespeichert. Okay, komm. Hier runter und da hinten links. Warte mal, ich mache jetzt, ich höre nicht.
Okay, so viel zu nicht hören. Switch ich mal so. Ich glaube, hier ist sogar auch eine Kette, die wir mit dem Bolzenschneider kaputt machen könnten. Das muss nur er abhauen. Komm jetzt bloß nicht runter. Oh oh. Wieder die Dinger. Oh, bitte, 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 hau ab. Okay, Zettel. So, von Unteroffizier Rayner, dann Major Fournier. Sabotage hat unseren Tunnelvorhaben ein Ende gesetzt. Am 2. Juni gegen 23.30 Uhr erschütterte eine Explosion das Tunnelsystem. Es ließ sich schnell nachvollziehen, dass es sich bei der Explosion nicht um ein Unglück handelte, da in der Waffenkammer Sprengstoff fehlte. Nach einer zügigen Untersuchung kristallisierte sich heraus, dass folgende Soldaten sich der Sabotage schuldig gemacht haben. Larue, Nicolai, Buffon, Jean Renoir und Ozan Zabel. Vier Schuldigen schmoren nun in den Zellen und warten auf das Tribunal. Der fünfte, Toussaint, bleibt verschollen. Er könnte bei der Explosion ums Leben gekommen sein. Ich gehe davon aus, dass weitere Männer in die Sache verstrickt sind, aber bisher stoße ich auf eine Mauer des Schweigens. Diese Männer sind noch schlimmer als Doppelagenten. Sie sind Feiglinge. Sie kreischen etwas von Geistern, Dämonen und Anderswelten. Sie wollen diesen Verrat begangen haben, um ihre Kameraden vor der Hölle zu retten. Ausgemachter Unsinn. Wir sind noch damit beschäftigt, die Trümmer aus den Tunneln zu räumen und die Schäden zu eruieren, aber ich fürchte, dass wir all unsere Pläne vergessen können. Außerdem hat die Explosion auch den Bunker selbst beschädigt. In mehreren Bereichen gibt es Wassereinbrüche. Oh, alles voller leerer Flaschen, ne? Habe ich hier den Weinvorrat? Okay, hier ist nichts. So, wieder Unteroffizier Reynard, wieder an Fournier und Blanchet. Larue meldet, dass Noyer die Ursache des Problems ist. Er läuft durch die Gegend und erzählt den Männern, dass diese verfluchten Texte von heidnischen Ritualen berichten, die in jenen Tunneln vollzogen wurden. Es handelt sich um wilde und entsetzliche Geschichten und nun machen Aberglaube und Gerüchte unter den Männern wie ein Flachmann die Runde. Sie verbreiten sich schneller als eine Geschlechtskrankheit. Manche behaupten sogar, etwas gesehen zu haben. Geister, Dämonen, Feen. Ich fürchte, dass wir es anstelle der Engel von Mont mit den Teufeln von Poissier zu tun haben. Ich habe Noyer rufen lassen, um ihn zu maßregeln. Ich werde ihn nicht mit Sandhandschuhen anfassen. In der Zwischenzeit werden die Pioniere weitergraben. Okay, kein Geräusch machen. Hier ist alles voller leerer Flaschen. Er verschwindet mal. Okay, alles voller leerer Flaschen. Wie viel Platz habe ich denn? Wow, 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 wow. Easy. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Frage, warum gibt es hier so viele leere Flaschen? Jetzt ist er abgehauen, ne? Okay. Okay, hier sind aber wirklich viele leere Flaschen gewesen. Ich weiß nicht, ob das so ein Zeichen ist, dass wir eventuell... Ja gut, so viele Molotow-Cocktails können wir gar nicht bauen. Okay,
okay, ich weiß nicht, wenn wir sie mit Benzin füllen, haben wir sie natürlich für unser, sag schon. Oh, er ist schon wieder hier. Er ist schon wieder hier. Nein, 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 mach kein Geräusch. So, alles klar. Oh, hier passt auch nicht mehr so viel rein, ne? Und ich glaube, die bleiben nicht hier, ne? Da sind ja genug Flaschen, wir können die ja mal wegschmeißen. Ja, jetzt beruhigt euch. Okay. Also ich sehe von den Zielen her jetzt eigentlich ja nur noch diese römischen Tunnel, ne? Wie gesagt, wir waren jetzt noch nicht hier bei Maintenance. Vielleicht machen wir ja in der nächsten Folge, dass wir erst zu diesem Maintenance-Ding gehen. Da einmal rein. Changing Room, weiß ich nicht, ob wir da schon mal drin waren. Auf jeden Fall, hier ist ja dieser Fuel Storage. Okay. Was? Achso, das Licht ist auch. Ja, und was erwartet uns denn bei den Tunneln? Das ist eine gute Frage. Ich habe da irgendwie nicht so Lust drauf, das zu ergründen. Da wird bestimmt nichts Gutes auf uns warten, ne? Und wo soll... Wartet mal, vielleicht sollten wir das Arsenal nochmal durchkämmen. Warte mal, Maintenance. Werkstatt, da waren wir auch drin, glaube ich. Von dort kann man auch einmal rein. Vorratskammer, weiß ich nicht. Aber in diesen Pausenraum, da können wir rein. Schreibstube. Kapelle, Treibstofflager. Weil irgendwo muss doch hier noch eine Shotgun sein. Truppenküche, da waren wir schon drin. Funkraum, dunkler Raum. Da waren wir auch. Ja, ich glaube, der heißt Dunkelraum. Schreibstube, da waren wir überall, ne? Vernehmungszimmer waren wir auch. Also ich weiß hier, ich glaube, dieses Supply-Dingen, die Abstellkammer hier bei dem Arsenal. Ah, das wäre eine gute Sache. Vielleicht da mal lang gleich. Okay, ich speichere noch einmal. Dann war es halt mit Folge 10 von Amnesia. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Also, wir kommen ja jetzt, wir haben ja doch ordentlich Progress, ne? Wir haben auch ordentlich Items jetzt. Und hat ja doch, bis auf die verfluchte Folge 9, bisher einigermaßen gut geklappt alles, ne? Okay, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich auf jeden Fall wie immer sehr, sehr freuen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.